Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte gestern und heute, unsere Plenardebatte, die Generaldebatte zum Haushalt, aber auch die Debatte zu den Einzelplänen heute zeigen, dass es zwei bestimmende Themen in diesen Tagen gibt. Und das ist der Strukturwandel und das ist die Corona-Krise. Und die Corona-Krise und der Strukturwandel, das lässt keinen kalt. Es betrifft jeden, die einen mehr, die anderen weniger. Und unser Verständnis, mein Verständnis von Politik ist, dass wir die Aufgabe haben, auch diese Unterschiede zu versuchen zu nivellieren, dass alle in einem Boot sitzen und dass wir zusammen durch diese Krise kommen müssen. Der große Unterschied zu den Debatten im letzten Jahr und vor zwei Jahren zu den Haushalten ist, dass wir eine komplett andere Lage am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft haben. In den vergangenen Jahren konnten wir hier stehen und verkünden, dass wir neue Rekorde bei den Beschäftigtenzahlen haben. Wir konnten verkünden, dass wir neue Niedrigrekorde bei den Arbeitslosen haben. Und wir konnten verkünden, dass die Lage am Arbeitsmarkt insgesamt sehr gut ist. Das hat sich radikal verändert aufgrund des Strukturwandels. Und es hat sich insbesondere deshalb verändert, weil wir es mit einer weltweiten Pandemie eines Ausmaßes zu tun haben, wie wir es zuletzt vor 100 Jahren erlebt haben. Wir haben Stand heute 37.800 Frauen und Männer im Saarland, die arbeitslos sind. Das sind über 5.000 mehr, genauer gesagt 5.428 mehr als vor einem Jahr. Wir haben einen Anstieg um 17% in Jahresfrist und wir sind in Eile, weil es darum geht, dass diese Menschen eben nicht langzeitarbeitslos werden, weil es darum geht, dass das Know-how, was hinten dran steckt, wir auch sichern für den Arbeitsmarkt und für den Wirtschaftsstandort Saarland. Und trotzdem erkennen wir erste Hoffnungsschimmer am Arbeitsmarkt. Wir sehen, dass im dritten Monat in Folge die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Und trotzdem ist das A und O, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen. Und deswegen brauchen wir jetzt auch eine Phase, in der wir alle Acht geben aufeinander, in der wir aufpassen aufeinander. Nicht alles, was rechtlich möglich ist, muss man auch machen. Es wird darum gehen, das Infektionsgeschehen zurückzufahren, weil das die beste Medizin ist für den Arbeitsmarkt und für unsere Wirtschaft, meine Damen und Herren. Zur Offenheit gehört es, dass wir nicht nur bunte Bilder malen und eine Welt uns vorgaukeln, die es nicht gibt, sondern es gehört auch dazu, dass das Jahr 2020 ein Jahr mit Licht und Schatten gewesen ist. Und mir ist es ein persönliches Anliegen zu sagen, das Jahr 2020 ist das Jahr, in dem in Prebach die Gusswerke für immer geschlossen haben. Das ist ein Traditionsbetrieb, der über Generationen produziert hat. Generationen von Frauen und Männern haben dort gearbeitet, gut gearbeitet. Und nach 264 Jahren wurden die Türen dort zugemacht. Das hat nichts mit Strukturwandel zu tun, sondern damit, dass es Fehlentscheidungen gab. Es hat damit zu tun, dass hier, man muss es so sagen, wirklich eine verbrecherische Ausbeutung an diesem Unternehmen stattgefunden hat. Und deswegen ist es gut, und das finde ich ganz wichtig, dass wir jetzt damit auch Konsequenzen ziehen. Das bringt den über 1.000 Beschäftigten nichts, aber wir müssen für die Zukunft gewappnet sein. Wir haben mit dem Beteiligungsfonds als richtige Wege auf den Weg gebracht, um in Zukunft solche Exzesse zu vermeiden. Es geht darum, dass wir nicht als Staat der bessere Unternehmer sind. Das ist nicht so. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, aber es gibt eben Marktphasen, in denen der Staat eingreifen muss, weil es eben Anomalien am Markt gibt, die dazu führen, dass man zum Beispiel Haber-Guss für einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag erwerben konnte und am Ende bald über 100 Millionen aus dem Betrieb rauspressen konnte. Hier hätten wir gut daran getan, als Land einzusteigen und einen strategischen, langfristigen Investor zu suchen. Deswegen ein großes Lob an die Regierung dafür, dass es jetzt ein Beteiligungsfonds geben wird. Dazu gehört aber auch, wenn das Parlament 40 Millionen Euro zur Verfügung stellt, dann muss das Parlament eben auch im Beirat vertreten sein, um mitentscheiden zu können, was mit dem Geld aus unserem Haushalt passiert, meine Damen und Herren. Es geht darum, dass wir darüber hinaus in den Blick nehmen müssen, wie können wir Risikokapital besser an der Saar investieren, wie können wir privates Kapital dafür nutzen, dass wir eben auch den Technologietransfer besser gestalten. Auch das wird eine Aufgabe der Zukunft sein. Insgesamt geht es darum, dass die Märkte funktionieren, wieder funktionieren oder funktionsfähig bleiben. Das betrifft den Stahl. Der Weg hin zu Green Steel ist unaufhaltsam. Wir müssen ihn gehen. Und die Frage wird sein, gelingt es, WTO-konform
Green Steel zu bevorzugen im Vergleich zu anderen traditionellen, oder wird es nicht gelingen? Und es wird deswegen darauf ankommen, dass wir neben den hohen Zusagen für die Investitionen, es sind hohe Beträge, die im Raum stehen, bis 2034 werden alle deutschen Hochöfen erneuert werden müssen. Und allen voran geht es hier um die Hochöfen im Saarland. Deswegen ist es gut, dass sich Bundeswirtschaftsminister Altmaier durchgesetzt hat innerhalb der Bundesregierung dafür, dass es hier auch Zusagen gibt und Zuschüsse gibt bei den Investitionen. Es wird aber vor allem darauf ankommen, die Frage zu beantworten, wie kann man dauerhaft die Betriebskosten niedrig halten, entweder über eine WTO-konforme Ausgestaltung der Handelsbedingungen oder aber mit Contracts for Difference, wie es heißt, mit Differenzbeträgen, um eben auch dann dauerhaft marktfähig zu sein. Funktionierende Märkte, darum geht es auch im Bereich der digitalen Märkte. Das Beispiel Alphabet, das Beispiel Amazon und Facebook reicht aus, um zu wissen, dass es das Phänomen auf digitalen Märkten im Besonderen gibt, dass die Skaleneffekte sozusagen noch mehr wirken als auf anderen Märkten und dass traditionelles Kartellrecht scheinbar nicht mehr ausreichend ist, um Fusionen zu untersagen, weil schon von sich aus Monopole entstehen und im Prinzip wenige Spieler und wenige Unternehmen, die auch dann zufälligerweise auch noch wenigen Menschen gehören, die Märkte bestimmen. Teilweise sind diese Unternehmen auch die Märkte. Und deswegen brauchen wir hier auch neue Antworten des Kartellrechts. Das hat mit Bemessungsgrundlagen für Steuereinnahmen von Staaten zu tun. Man kann sich keinen schlanken Fuß machen und Steuerlast hin und her auf der Welt verschieben. Hier braucht es eine Antwort. Es hat Auswirkungen auf den Bereich der Arbeit. Ich sage auch ganz klar, Amazon muss die Quote von 70% Leiharbeiter in Völklingen senken. Es geht auch um gute Arbeit in diesem Bereich. Und es geht auch darum, dass wir unsere Innenstädte erhalten. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie können wir hier zu gleichen Wettbewerbsbedingungen kommen zwischen dem Einzelhandel in der City von Neunkirchen, Saarlouis oder Saarbrücken und eben auch im Internet. Ich meine ganz klar, eine Ausweitung der verkaufsoffenen Sonntage ist keine Antwort auf dieses wirklich globale und große Phänomen. Ich möchte den Bereich Auto noch kurz ansprechen. Es ist klar, dass es darum geht, dass wir weiterhin Autoland bleiben. Es geht darum, dass wir auch im Auto der Zukunft auf dem Fahrersitz sitzen. Und das ist ein gutes Stück wahrscheinlicher, dank der Ansiedlung, für die Tobias Hans, Henrik Eitel, Jürgen Barke und Anke Rehlinger gesorgt haben mit S-Volt. Ob es was damit zu tun hatte, Eugen Roth, wie du gestern in der Debatte gesagt hast, dass es eine Nähe zu Trier gibt, zur Karl-Marx-Stadt. Ich glaube, Karl Marx ist im Museum in Trier ganz gut aufgehoben. Und wenn man das noch marktwirtschaftlich nutzen kann, indem man dreistellige Beträge erzielen kann für eine Büste von Karl Marx, ist das gut. Ich möchte aber noch die Frage gestellt haben, Herr Ministerpräsident, Frau Wirtschaftsministerin, ob denn die Nähe zur Vaterstadt von Karl Marx, nämlich Saarlouis, eine Rolle gespielt hat bei der S-Volt-Ansiedlung. Das können Sie vielleicht nachher noch weiterhin ausführen. Auf jeden Fall gibt es handfeste Standortvorteile, die wir als Saarland nutzen können. Dazu zählt unser Fachkräfte-Know-how, dazu zählt die Lage mitten in Europa. Und dieses Know-how an Fachkräften gilt es auch weiterhin zu stärken. Deswegen sind auch im Einzelplan 08 wesentliche Ausgaben vorgesehen, um gerade das zu erreichen. Es geht um das Zukunftsbündnis Fachkräfte, es geht um die Gesellschaft für Transformationsmanagement, die jeweils mit 500.000 Euro ausgestaltet sind. Es geht sehr wohl, Herr Müller, auch darum, Frauen in Arbeit zu bezuschussen für den Kenner des Arbeitsmarktes. Wenn Sie das wären, hätten Sie das auch gesehen. Dann hätten Sie erkannt, dass die Frauenerwerbstätigkeit immer noch unterdurchschnittlich ausgeprägt ist im Saarland. Und das ist ein großes Know-how, das wir nutzen müssen zur Sicherung von Wohlstand und Arbeit hier im Saarland. Das ist gut angelegtes Geld für den Arbeitsmarkt im Saarland, Herr Müller. Und menschenwürdiges Arbeiten, menschenwürdiges Leben, das hat nichts mit einer Nationalität zu tun. Da ist es egal, welchen Pass man in der Tasche hat. Und deswegen sind auch die Ausgaben, die wir für Egbert Ulrich und seine Wanderarbeiterstelle bei der Arbeitskammer ausgeben, gut angelegtes Geld. Das ergänzt auch zu dem, was wir im Sommer verabschiedet haben mit dem Wohnungsaufsichtsgesetz. Menschenwürdiges Leben und Arbeiten ist keine Frage der Nationalität. Und deswegen sind wir gut beraten, auch im Saarland dafür zu sorgen, dass es zu ordentlichen Bedingungen kommt. Das hat was mit Menschenwürde zu tun, Herr Müller. Ich begrüße auch ausdrücklich, dass Ministerpräsident Tobias Hans angekündigt hat, die Saargemeinschaftsinitiative wieder ins Leben zu rufen. Wir werden diese großen Herausforderungen nur bewältigen können, wenn wir hier gemeinsam marschieren als Gewerkschaften, als Verbände, als Kammern. Deswegen ein großes Lob dafür. Und insgesamt gilt es festzuhalten, dass 2020 sicherlich ein Jahr ist, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Wegen Corona, aber aus Sicht des Saarlandes vielleicht auch, weil es ein Wendepunkt in der Geschichte der Saarwirtschaft ist.
1966 hat sich Ford entschieden, in Saarlouis anzusiedeln, auch damals mit 2000 Arbeitsplätzen zu beginnen. Und damals entstand das drittgrößte Autocluster des Saarlandes. Ein weiterer Markstein, die Dlinger Hütte bei der Gründung 1685 oder das Eisenwerk in Neunkirchen. Und vielleicht blicken wir irgendwann auch zurück und sehen, dass Eswold 2020 ein Meilenstein in der Geschichte der Saarwirtschaft gewesen ist. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben. Dazu zählt auch, dass wir die entsprechenden Entwicklungspotenziale nutzen im Umfeld des Linzer Feldes. Ich nenne das Stichwort Häsfeld, nenne den Bereich Liestdorfer Berg. Wir als CDU werben darum, dass es um 50 Hektar erweitert wird, der Liestdorfer Berg in einer moderaten Erweiterung als ökologisches Industrie- und Gewerbegebiet. Und wir hoffen, dass sich auch andere Parteien dieser Forderung anschließen, um 50% und ökologisch. Ansonsten, meine Damen und Herren, werbe ich um Zustimmung für den Einzelplan 2020, für den Einzelplan 08, für den Doppelhaushalt 2021-22. Glück auf.